stimmt. Vielleicht kann's der V-Springer jetzt ausnützen. Freundin Sabine wird zu Hause in Lauscha die Daumen drücken. Also, Kiese. Der geht weit, der geht ganz weit. Das ist neuer Schanzenrekord. 191 Meter ist der Schanzenrekord hier gehalten von Martin Nykänen. Piotr Fias, der Pole, sprang vor einigen Jahren schon mal 194 Meter. Und die wurden nicht gemessen. Man diskutierte danach. Und man sagte, 196 Meter. Liebe Zuschauer, dies ist Skiflug-Weltrekord. Das ist Wahnsinn. Das ist unglaublich. Hier im Planitzer diskutierte man. Die Skiflugschanzen wurden geändert, architektonisch geändert. Man wollte verhindern, dass die Flieger auf 200 Meter zu eine Rekordjagd eröffnen. Man fürchtete um die Gesundheit der Springer. Und dann kommt hier heute André Kiesewetter und fliegt 196 Meter weit. Das ist unglaublich. Das ist 11 Meter über dem kritischen Punkt. Und da muss normalerweise die Jury zusammentreten. Das wäre schade. Das wäre schade für André Kiesewetter. Hier ist er. Der darf sich freuen. Unglaublich. 196 Meter für André Kiesewetter. Damit liegt er nach seinem ersten Sprung von 153 zwar nur auf Platz 4, aber er hat noch einen und sowas kann beflügeln. Unglaublich, unglaublich. Jetzt sind wir gespannt, was die Jury macht.